Wuhu! Ein richtig schönes Feuerwerk am Himmel des Pilzkönigreichs. Ach, wie schön! Und da sind unsere Helden: Prinzessin Peach, Mario, Toad und natürlich Luigi. Hey, schaut mal da drüben! Hä, was ist das? Oh, eine Röhre? Hä? Komm, Luigi, lass uns das kurz reparieren. Tada! Schon erledigt! Hä? Was ist jetzt los? Wow! Ganz viele Items. Was hat das wohl zu bedeuten? Hä, wer bist du denn, kleine Fee? Alles okay? Hä, was ist denn los? Was? Bowser verfolgt euch und sperrt euch in Gläsern ein? Was hat das zu bedeuten? Hä? Wow! König Bowser! Was machst du denn hier? Ey! Lass sie doch in Ruhe! Was hast du vor? Oh nein, oh nein! Ey, stopp, 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 nein! Prinzessin Peach! Nein, nein! Schnell hinterher, wir müssen Prinzessin Peach retten! Und natürlich auch alle anderen, die da hinterher gesprungen sind. Vor allem die ganzen Feen, eieiei, wow! Einmal hier durch diese wundersame Welt. Na, das wird spannend. Und so geht unser Abenteuer los. Katztastisch begrüße ich euch zu Super Mario 3D World. Hier auf Katze. Hilfe! Hilfe! Hey, wir kommen und retten dich. Du musst dir aber ein bisschen Zeit nehmen, denn wir müssen zuerst noch ein paar tolle und spannende Länder erforschen. Und wir fangen in diesem Land hier an. Oder in dieser Welt, besser gesagt Welt 1-1, der Superglockenhügel. Und ich spiele zu Beginn mit Mario. Yay! Mario Action! Ich bin auf jeden Fall startklar und bereit. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Super Mario 3D World gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Was haben wir denn hier Schönes? Lustige Glockenbäume. Ja, die kennen sicherlich die meisten von euch unter Super Mario Maker. Und jetzt bin ich Katzen Mario. Yay! Katzen Mario passt super zu Katze. Hier auf dem Kanal. Ist ja klar. Was haben wir hier Schönes? Krabben und Münzen. Die sammeln wir alle ein. Ja, das ist das erste Level. Das ist natürlich nicht sonderlich schwer. Ich habe dieses Spielchen noch nie gespielt. Das gab es ja tatsächlich schon damals auf der Wii U. Das habe ich nicht gespielt. Deswegen freut es mich umso mehr, das jetzt spielen zu dürfen und euch natürlich zu zeigen. Eieiei. Ach, wie cool. Und die schöne, fröhliche Musik. Oh, eine Ersatzglocke. Gar nicht mal so schlecht. Die hebe ich mir natürlich auf. Habe ich ansonsten hier alles gesehen? Wenn ja, dann lasst uns schnell weiter. Hier nach oben. Gibt es hier irgendwas Spannendes? Ja, Münzen. Münzen sind immer gut. Und da die Goombas. Die rasen auch durch die Röhre. Na, kommt her. Euch begrüße ich gerne auf der anderen Seite. Ich komme gleich wieder. Ich schaue mich noch ein wenig um. So. Und hier, zack. Schön an der Wand entlang gelaufen. Oh, wir haben den ersten Stern gefunden. Pro Welt gibt es anscheinend 3 Sterne, wie man links erkennen kann. Den ersten hätte ich dann schon mal. Wo wohl die anderen Sterne sind? Mal gucken, ob ich sie alle finden kann. Denn das ist zwar das erste Level, die erste Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich automatisch auch das schaffen kann und schaffen werde. So. In den Büschen gibt es auch immer Münzen, das ist ein guter Hinweis. Wer bist du? Was machst du denn da mit dem Fernglas? Ach so, du zeigst mir, wo das Ziel ist. Ja, dankeschön. Darauf komme ich zurück. Und tap. Was haben wir hier für einen lustigen Stein? Kann man da drauf eine Stampfattacke ausführen? Ja, kann man zwar, aber es bringt nichts. Es passiert nichts. Ein Stunt. Ja, der Mario als Katze kann da so einige Tricks ausführen. Und da, wow, ein riesiges Häschen. Und, oh, dankeschön. Das ist ein Megapilz. Oh, das kenne ich noch vom Nintendo DS.
Da können wir alles zermanschen und zerquetschen. Schaut euch das mal an. Was kann ich noch zerquetschen? Ich bin Riesen-Mario. Ihr habt keine Chance gegen mich. Der läuft einfach volle Pulle in alles rein. So hat denn niemand eine Chance, ihn zu stoppen. Aber so muss es auch sein, denn Mario gehört ja zu den Guten. Er soll auch von niemandem gestoppt werden. So, mein kleines Häschen, zu dir komme ich gleich. Kleinen Moment. Und jetzt jage ich dich. Na, komm, bleib stehen. Oh, dort ist ein Stern. Dankeschön. Damit hätten wir schon 2 von 3 Sternen. Es fehlt also nur noch der letzte. Wo könnte sich dieser befinden? Vielleicht irgendwo auf den Bäumen? Wahrscheinlich nicht, aber ein Versuch ist es allemal wert. Hm. Dann ab in die Röhre. Vielleicht finden wir da noch weitere Hinweise. Oh, ein Stempel. Kann man hier sogar Stempel sammeln? Yay, ich habe meinen ersten Stempel gefunden. Okay, das war ja auch kinderleicht, muss man dazu sagen. Eine große Herausforderung war das nicht. Ach, wie schön. Katzen-Mario, du bist hier aktiv. So, ich glaube, wir haben an dieser Stelle alles schon erkundet. Jetzt können wir mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Zack, zack, zack. Das war mal die, naja, die Abgrenzung, sodass man nicht von der Brücke fallen kann. Die habe ich natürlich teilweise gerade mit dem großen Mario zerstört. Was haben wir hier? Oh, ein Geheimversteck. Das ist ja spannend. Aber viel hat mir das jetzt nicht gegeben. Ich dachte aber, das hätte vielleicht ein Geheimversteck für den letzten Stern sein können. Denn da oben ist schon die Flagge. Mir fehlt immer noch der Stern. Wo könnte das sein? Habe ich den schon übersehen? Vielleicht schon. Ach, herrje. Okay. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Also irgendwas scheine ich übersehen zu haben. Da, 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 da. Naja, was soll's. Ist ja auch nicht so wild. Wäre trotzdem cool, wenn ich den auch finden würde. Was haben wir hier vielleicht auf den Bäumen? So, nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich noch nicht ins Ziel. Ich wollte eigentlich von dem Baum runterspringen und dann zur nächsten Glocke. Aber was soll's. Nicht so wild. Super cooles Spiel bisher. Und ich hoffe für euch eine richtig tolle Videoserie. Wir haben Katzen-Mario als Stempel bekommen. Und jetzt kann es auch schon weitergehen. Das sind die ersten 2 Sterne. Super stolz bin ich drauf. Und wie es scheint, geht es jetzt in eine Art Höhle. Ich finde es auch cool, dass es in der Oberwelt Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Münzen zu sammeln. Okay, Welt 1-2. Ärger in der Koopa-Grotte. Ich bleib mal Mario. Für diese Folge möchte ich alle 2 Level mal tauschen. Also ich kann natürlich auch als Luigi, Toad oder Prinzessin Peach spielen. Und das werde ich ja immer wieder tauschen, immer wieder wechseln, sodass jeder Charakter mal dran ist. So, was haben wir denn hier Schönes in dieser Höhle? Natürlich ist das 2. Level eines Mario-Spiels oftmals eine Höhle. Wir dürfen also gespannt sein, was wir hier entdecken. Oh, Teppichtörtchen, nur nicht treffen lassen. Feuerblume! Ja, klasse! Okay, als Feuer-Mario finde ich bestimmt noch andere Geheimnisse. Wie zum Beispiel hier unten. Peng, 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 peng. Das war cool. Noch einmal. Boom, boom, boom. Sehr schön. Dann haben wir diesen Bereich erstmal erledigt und können diesen hinter uns lassen. Und die Koopas, die scheinen hier ein bisschen aggressiver zu sein, oder? Sie attackieren Mario nicht so wie in anderen Mario-Spielen, dass sie einfach ein bisschen spazieren gehen und gucken, was passiert, sondern hier attackieren sie einen tatsächlich. Verrückt. Okay, da geht's, glaube ich, nur zurück. Was haben wir hier drüben noch? So, Entschuldigung. Das bringt mir jetzt alles hier an dieser Stelle nichts. Da oben, was haben wir hier? Oh, eine Münze. Münzparty! Yay! Münzparty. Das schreit nach Mario Kart Tour, würde ich sagen. Okay, dann mal weiter. Zack. Hier sind Aufzüge, Wolkenaufzüge. Exzellent, sagt Mario. Das hat er auch gut gemacht. Ein famoser Sprung, wie ich denn zu sagen pflege. Und boink. Hallo, Koopa. Tut mir leid. Aber ich kann dich leider nicht da so stehen lassen. Du gehörst zu den Bösen. Was ist das hier? Oh, das war jetzt schön. Ich habe mir schon gedacht, okay, was soll das für ein Altar sein? Ist vielleicht oben noch etwas? Da ist ein versteckter Stern oder so.
Nee, aber zumindest eine Feuerblume. Und ganz oben, da ist nichts. Okay, gut. Hallo, Toadie. Ich meine, nicht Toadie, sondern Cooper. Oh, das sieht interessant aus. Hier kann man oben und unten rumlaufen. Hey, 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 hey. Komm mir nicht zu nahe, ja, mein lieber Goomba-Freund. Nochmal einer. Aber auch das ist kein Problem. Da ist die Kanone. Das heißt, ich bleibe erstmal hier und halte mich hier auf. Oh, das war jetzt cool. Das war aber ziemlich spontan, dass ich einen Feuerball durch die Röhre geschossen habe. Mensch, jetzt hat mich doch glatt ein Goomba erwischt. Naja, halb so wild. Oh, was ist das denn? Ist das eine kleine Aufgabe? Ich habe 10 Sekunden Zeit, die Koopas zu besiegen. Oh, okay. Das hat doch ganz gut funktioniert. Wenn auch mit etwas Glück. Heute habe ich ziemlich viel Glück im Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es geschehen Dinge, die so passieren, dass es mir in die Karten fährt. Okay, boing. Okay, das ist doch auch auffällig. Vor allem sehe ich, dass es da oben weitergeht. Nee, 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 nicht mit mir. So ein Rätsel lassen wir nicht einfach ungesehen. Da ist der Stempel gewesen. Ja, praktisch. Aber mir fehlt noch ein Stern. Oh ja, da ist er. Achtung, Stampfattacke. Sehr cool. Einfach alle Goombas zerstampft. Die hatten ja gar keine Chance gegen Mario. Die Armen. Hallihallo, mein lieber Koopa. Tut mir leid. Ich sorge hier für etwas Ärger, ich weiß. Und zack, durch die Röhre. Das hat doch gut funktioniert. Und hier gibt es schöne grüne Bäume. Ach, da kriegt man doch Lust auf den Frühling und auf den Sommer, oder? So, Achtung. Koopa, dich nehme ich mal mit. Kann ich mit dem Ding so weit springen? Ja, aber mich nicht festhalten. Aber super, hat klasse funktioniert. Mario, ich gratuliere dir. Level beendet. Sehr gut. Und Punktzahl gibt es obendrauf, sowie eine Münze als Stempel. So, dann können wir in das nächste Level gehen. Das gibt 5 Sterne für uns. Und das nächste Level ist ein Footballspieler, der Chuck, Football Chuck. Okay, zu dir komme ich gleich. Ich gehe erstmal shoppen im Pilzhaus. Mal gucken, was es da so gibt. Hallihallo. Willkommen im Toadhaus. Du kannst eine der Schachteln öffnen. Sicher findest du darin etwas Nützliches. Okay, danke schön. Naja, ich möchte nicht so gierig sein und möchte nicht das große Geschenk nehmen. Ich nehme das kleine. Und was ist da drin? Ein Pilz. Okay, hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber kann ja nicht schaden, sowas mal mitzunehmen. Darf ich irgendwann wiederkommen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das Haus ist verschwunden. Hallo, mein lieber Football-Chuck. Jetzt wechseln wir aber Welt 1-A aus dem Weg, Football-Chuck. Und ich spiele mit Luigi. Luigi-Time. Luigi. Achtung, okay. Und schon geschafft. Okay, das war nicht wirklich schwer. Und Luigi springt so lustig. Luigi, yeah! Level beendet. Cool. Hat auch klasse funktioniert. Hey, schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir gut. Okay, schöne Punktzahl. Hm? Kann man sich merken. Ist nicht so wichtig. Ich gehe jetzt aber in das nächste Level. Das geht nochmal einen extra Stern. Und der ist erstmal K.O. gehauen. Der muss sich erstmal wieder aufrappeln. Was ist das hier für ein Level? Gehen wir doch gleich mal rein mit Luigi. Und das Level lautet Welt 1-3, so rum, Höhenrausch. Wow, wir dürfen einen riesigen Berg erklimmen, ich sehe schon. Und was ist hier oben auf den Bäumen? Hallo, liebe Fee. Ja, ich sehe schon, ich muss da nach oben. Ui, das wird gar nicht so einfach werden. Okay. Und was ist auf dieser Seite hier? Oh, ein grüner Stern. Okay, danke, liebe Feen. Macht's gut. Und schaut mal, Goomba-Kätzchen, die sind ja süß. Und die machen sogar Miau. Wie cool. Ach, super. Oh, eine Glocke. Ja, jetzt bin ich Katzen-Luigi. Und Miau. Entschuldigung, liebe Piranha-Pflanzen. Aber euch kann hier niemand haben. Moment, nochmal zurück. Ich habe da was entdeckt. Und
Und zwar hier. Oh, ein Apfelpilz. Nicht schlecht. Sowas nehme ich sehr, sehr gerne mit. Kann ja wohl nicht schaden. Achtung, Powerblock unter Powerblock. Das gibt den ultimativen Erdbeben. Oder was heißt Erdbeben? Eine kleine Explosion, ein kleines Beben. Naja, so oder so ähnlich. Oh, Bonusbereich. Mal gucken. Okay, okay, ich sehe schon. Wow, blaue Münzen sammeln. Und das in einer kurzen Zeit. Hier nochmal welche. Achtung. Also Luigi ist schneller als Sonic. Muss ich ganz ehrlich sagen. Cool. Sehr, sehr cool. Wir haben den zweiten Stern ergattert. Klasse Sache. Und da oben ist schon ganz prominent der Stempel. Den schnappen wir uns natürlich auch. Oh, drüber gesprungen. Noch einmal. Jetzt habe ich ihn. Und Luigi ganz süß. Got it. Ja, du hast sie, Luigi, mein Freund. So, hepp, weg mit dir. Und miau, miau. Ihr seid die Nächsten. Oh, was haben wir hier? Darf ich das aktivieren? Soll ich das aktivieren? Muss ich mir gleich nochmal genauer ansehen. So, jetzt habe ich meine Feuerblume verloren. Dafür habe ich wieder eine Glocke. Und hepp. So, ich mache das jetzt einfach mal, glaube ich. Oh ja, das passt. So komme ich nach oben. Achtung nochmal, Powerblock. Boom. Boah, das gab nochmal viele Münzen, sodass ich ein extra Leben bekam. Und weg. Klasse. So. Hier geht's vorsichtig weiter. Und da ist nochmal ein Bäumchen. Da muss ich gleich mal gucken. Und der da oben spielt. Ach, ihr süßen Gumbas, ihr spielt einfach nur, ich weiß. Wie heißen eigentlich die Gumbas mit dem Katzenschweif? Und mit den Katzenöhrchen. Wüsste ich jetzt gar nicht. Ich würde sie aber nach wie vor als Gumbas bezeichnen. Was ist das hier? Ein Katzenturm oder sowas? Keine Ahnung, was es sein kann. Oh, jetzt bin ich aber komisch hochgeklettert. Okay, okay, okay. Stopp, stopp, stopp. Okay. Wo bin ich denn jetzt? In einem Wolkenparadies. Oh, ein extra Level mit einem Stern. Wolkenlevel. Sehr cool. Schnell, 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 schnell. Das ist klasse. Und da ist der letzte Stern gewesen. Und Luigi einfach volle Kanne weggesprungen. So. Dann laufen wir mal weiter. Hallo Piranha-Pflänzchen. Na, wie geht's dir? Deine Plattform sieht irgendwie mysteriös aus. Ja, ich bin vorsichtig mal drüber gesprungen. Und du? Du machst mir keine Angst. Du bist zwar groß, aber nicht sonderlich stark. Würde mich zumindest wundern. Bitteschön. Und einmal durch den Block. Uiuiui. Ja, und da müssen wir theoretisch nicht großartig gucken, denn wir haben drei Sterne und den Stempel. Also hier können wir eigentlich nichts mehr Neues finden. Ja gut, vielleicht ein paar Power-Ups. Das ist vielleicht noch möglich. Aber viel mehr nicht mehr. So, und hepp. 10.000 Punkte. Und Luigi, ich gratuliere dir. Klasse, Level beendet. Perfekt. Und das natürlich in der vorgegebenen Zeit. Naja, was meint ihr? Ein Level machen wir noch, oder? Kommt, ein Level machen wir noch. Ist doch klar. So, mal sehen, welche Level wir jetzt zur Verfügung gestellt bekommen. Sieht zumindest aus, als würden wir zwei bekommen, oder? Ja, doch, tatsächlich. Einmal... Oh, hast du schon einmal versucht, dich mit Freunden zu verbinden und so mit ihnen zu spielen? Stelle einfach eine Verbindung zum Internet oder eine Verbindung zu anderen Nintendo Switch-Konsolen her, um eine Mehrspieler-Partie für bis zu 4 Spieler zu starten. Okay. Drücke R oder SR, um ein Online-Spiel oder ein lokales Spiel zu beginnen. Danke, das merken wir uns. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Zirkuszelt, Welt 1-5. Schalter an, Manege frei. Und die Manege darf Prinzessin Peach diesmal eröffnen. Als Katzen-Peach. Ach, wie cool. Katzen-Peach kommt. Achtung. So, zack, zack. Was haben wir hier noch Schönes? Das nehmen wir natürlich alles mit. Und ihr marschiert hier fröhlich durch die Gegend, was? 1, 2, 3, 4. Cool. So, boink und boink. Aktiviert und... Hui! Ein neuer Bereich wurde freigeschaltet. Ja, mal sehen. Hier sind Bienen. Alles kein Problem. Und da gibt es neue Items. Was kriege ich? Was kriege ich? Was kriege ich? Nochmal die Glocke. Ich darf also Katzen-Peach bleiben. So.
Was ist das hier? Wie funktioniert das? Oh, okay, okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Gut. Wir müssen wieder alles aktivieren. Aus den Fragezeichenblöcken werden, oder Platten, werden Ausrufezeichen. Die kennen wir vor allem aus Mario Galaxy. Da gab es ja einige Planeten. Oh, holla die Waldfee. Das war jetzt eine knappe Geschichte. Und hier oben? Manege frei für Katzen Peach. Da ist der erste Stern gewesen. Dann einmal durch den Block. Wow, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist das hier der Zirkus? Ui, okay, ich bin bereit. Dann mal los. Da, 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 da. Wow, die hat mich fast berührt. So. Achtung, zack und zack. Und du musst auch noch weg. Perfekt, Moment, ich muss ja noch wieder zurück. Ich mach das okay. Das habe ich jetzt nicht ganz so geschickt angestellt, aber trotzdem reicht das vollkommen aus. Ich darf übrigens nicht vergessen, dass ich nicht die Schultertaste drücke, denn ich setze dadurch eine Stampfattacke ein. Statt Cappy zu werfen oder einen Drehsprung zu machen, wie in Mario Odyssey bzw. Galaxy. So, und boom! Und oh, was ist das denn für ein Rad? Oh, rote Münzen! Okay, okay, okay. Ich bin bereit. Rote Münzen, ich krieg alle. Boah, Peach, was machst du? Hoch mit dir. Nein, 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 eins verpasst. Boah, gerade noch rechtzeitig. Und es gibt eine Feuerblume. Ich bin jetzt leider schon wieder weg. Noch eine Feuerblume. Die nehme ich mal. Jetzt bin ich Feuer Peach. Das erkennt ihr an ihrem Kleid. Das sieht etwas anders aus. Und zack, wieder zurück. Und die Feuerblume ist da unten geblieben. Die nehme ich mal mit. Zwar verliere ich wieder meine Katzenglocke, aber das ist halb so wild. Hallo Kamek. Oder Magie Cooper oder wie auch immer du heißt. Entschuldigung, ich musste dich leider besiegen. So, das ist kein Problem hier. Alle drei Sterne sind uns sicher. Nochmal extra Zeit. Und Peach kann ja schweben, das ist ihre Besonderheit. Erinnert natürlich auch sofort an Super Mario Bros. 2. Da hatte sie diese Fähigkeit auch. Und ab durch die Röhre. Wow, oh nein, ich hätte warten müssen. Ich hätte das besser timen können. Egal, halb so wild. Was mir jetzt noch fehlt, ist der Stempel. Habe ich den übersehen oder kommt er noch? Wir sind zumindest jetzt am Ende. Ach, da oben ist er. Na, wenn man vom Teufel spricht. So, Moment. Ah ja, okay. Super, dann mal ab ins Ziel. Prinzessin Peach, was soll ich sagen? Es ist einfach glatt gelaufen. So wie du das gemacht hast, kannst du mächtig stolz auf dich sein. Level beendet. Die Punktzahl ist natürlich gigantisch und freut mich sehr zu sehen. Und dann können wir unser Abenteuer fortsetzen. So, das gibt nochmal extra Sterne. Und ich sehe schon, Kapitän Toad läuft hier herum. Erinnert an Treasure Tracker und es gibt ja ein paar Level, wurde mir schon gesagt. Und liebe Prinzessin Peach, das war's erstmal für heute. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt, katztastisch!